Also wer diesen Mann als Ex hat, braucht einfach keine Feinde mehr. Yannick Contalis möchte Blut sehen. Und Jelis, tut mir jetzt schon leid. Wir dachten bei Make Love, Fake Love, das wäre der Prince Charming. Wie viele von euch waren damals Team Yannick? Ich gehörte dazu. Für mich war das der Traummann schlechthin. Wie er sie angeschaut hat, wie er mit ihr geredet hat, wie sanft er zu ihr war und wie charmant einfach. Jeder dachte, boah, sowas möchte ich auch. Nicht mal ein Jahr später. Skandale überhäufen sich, es hört gar nicht mehr auf. Ich komme gar nicht zur Ruhe. Yannick Contalis hat wieder zugeschlagen. Jeder, der sich für Trash interessiert und sonst nichts zu tun hat, wie ich, hat sicherlich gestern mitbekommen, was er gepostet hat. Ein neues Video bzw. die Ankündigung auf seinen Podcast. Aber er möchte mit der ganzen Situation keinen Fame erlangen. Mm-mm. Fame ist ihm nicht wichtig, deswegen hat er extra einen Podcast konzipiert, erstellt und aufgenommen, um gegen seine Ex zu schießen. Aber was ist überhaupt passiert? Machen wir kurz einen Rückblick. Also, wir erinnern uns noch. Make Love, Fake Love. Yannick und Jelis, das Traumpaar. Wir waren bei der Entstehungsgeschichte dabei, wie sie sich gefunden haben. Wir haben das ganze Drama rund um Yannick, Max und Jelis mitbekommen. Ja, das Konzept der Show ist sowieso fraglich. Darüber geht's jetzt nicht. Aber es war ja so, dass Yannick direkt hin und weg war von Jelis. Jelis eigentlich auch von Yannick. Aber es gab noch einen anderen Kontrahenten, und zwar den Max, der zugegebenermaßen echt hot ist. Sag's, wie es ist. Und ja, man hat gemerkt, irgendwie kann sie sich nicht entscheiden, will sie den Bad Boy oder lieber den Good Boy. Und wir Frauen kennen das. Manchmal oder oft entscheiden wir uns für das Feuer, anstatt den Engel zu nehmen. Aber Jelis dachte sich, nee, diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Das hatte ich in der Vergangenheit schon zu oft. Und dieses Mal möchte ich aus meinen Fehlern lernen und hat sich für den Prince Charming entschieden. Stellt sich nur raus, es ist gar nicht der Prince Charming. Er war nur verkleidet als Prince Charming und ist eigentlich schlimmer als alle Männer zusammen, die sie jemals hatte. Denn was ist passiert? Oh. Ja, erst waren die zusammen, es war alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Hielt ungefähr 2 Tage. Okay. Die Jelis hat ja ein Kind, was immer zum Thema gemacht wird, wenn es Drama rund um ihre Männer gibt. Deswegen war das auch Thema. Aber grundsätzlich hatte man das Gefühl, boah, dieses Traumpaar hat zueinander gefunden und ich gehöre zumindest zu denen, die ihr das auf jeden Fall auch gewünscht haben, dass sie jetzt endlich den Mann fürs Leben findet. Oh mein Gott, vor allem damit wir endlich mal Ruhe haben, weil ich kann mir das Drama langsam nicht mehr anschauen. Also mein Puls, naja. Auf jeden Fall kamen erstmal die Bilderbuchbilder, alles toll, Happy Family. Zusätzlich mit Kind, ich dachte mir, wow, schöner als in jedes Märchen. Wer ist Cinderella überhaupt, wenn man sowas im wahren Leben sieht? Naja, es ist halt Insta, ne? Es ist Trash-TV und häufig sind Paare, die aus solchen Shows entspringen, nicht lange zusammen, leider. Und so ist es diesmal halt auch. Aber nicht, dass sie sich einfach trennen, ne? Wie ganz jedes normale Paar und so ihre Wege gehen und das war's. Nee, die müssen mit einem Knall auseinandergehen. Aber nicht mit einem Knall, sondern mit 1, 2, 3, 4, 5 Knalle. Also irgendwann war ganz Instagram beherrscht von der Story von Yannick und Jelis. Was ist passiert? Es gab einen Skandal, dass er wohl fremdgegangen ist, als er in Berlin war mit seinem Kumpel im Waldorf Astoria. Im Nachgang hat sich herausgestellt, beide waren wohl 48 Stunden getrennt und das war für ihn dann auch legitim, direkt mit einer anderen Frau zu schlafen. Ist jetzt natürlich Auslegungssache. Wie lange wartet man nach einer Trennung, bevor man fremd geht oder bevor man mit einer anderen Person schläft, muss jeder wissen. Aber vielleicht hätte man sich ein paar Stunden mehr Zeit lassen können. Naja, diese Frau hat sich dann gemeldet und das ist dann irgendwann bei Jelis gelandet und war ein riesengroßer Skandal. Nachdem wir uns dann diesen ganzen Mist auf Instagram gegeben haben, wie die dann beide hin und her gefeuert haben, war erstmal Stille.
Und dann dachten wir, Gott sei Dank, die gehen jetzt endlich für immer auseinander. Und was kam dann? Die sind wieder zusammengekommen. Ja, also wenn man denkt, es gibt keine krassen Sachen, ne, passiert sowas. Erst vorgestern hat sie gegen ihn geschossen und heute ist sie wieder mit ihm zusammen. Und dann, was folgte? Wir können das Ganze einfach nochmal wiederholen. Kamen wieder Pärchenbilder, tippitoppi, alles, Bilderbuchfamilie und bla bla bla. Das Ganze hat sich einfach wiederholt und irgendwann waren wir auch gelangweilt. Aber keine Sorge, Yannick und Jelis sorgen dafür, dass wir uns nicht langweilen, denn sie haben sich nochmal getrennt. Ich glaube, das war eigentlich 2 Wochen nach der letzten Trennung. Und wir waren so, oh, yeah. Hört das eigentlich niemals auf. Das tut langsam schon weh beim Zugucken. Und das Kind ist mittendrin. So, und jetzt bei der zweiten Trennung haben wir wirklich gehofft, die gehen jetzt wirklich für immer auseinander. Denn von den ehemaligen Trennungen von jedes wissen wir, das Ganze kann sehr krass ausarten. Es gibt eine Schlammschlacht, die niemals aufhört, die dann PR-mäßig sehr krass ausgebeutet wird. Es folgen Podcasts aufeinander und wir dachten uns, nee, wir wollen uns lieber anderen Dramen widmen. Nö, nicht für Yannick. Er möchte nicht Ruhe geben. Er möchte immer noch stattfinden. Er denkt, er ist Marketinggenie und wird uns für immer in Atem halten. Ja, und irgendwie schafft er es auch. Aber ich glaube, wir sind eher schockiert, was mit ihm los ist. Er war doch so der krasse Prince Charming bei Make Love, Fake Love. Wieso entpuppt er sich jetzt so zum Drachen? Was ist passiert? Yannick hat ja nach der zweiten Trennung mit Jelis verkündet, dass die ganze Wahrheit rauskommen wird. Aber nicht, dass er einfach seinen Tripod nimmt, eine Instagram-Story macht und uns aufklärt. Nee, er macht es über einen Podcast. Aber halten wir fest, Yannick möchte kein Fame. Er ist nicht Fame-geil. Er möchte aus der ganzen Situation kein Fame generieren. Aber hat jetzt trotzdem daraus eine Geschäftsidee gemacht. Kann mir jemand erklären, inwieweit das nicht Fame daraus machen ist? Weil wenn ich 1 und 1 zusammenzähle, ergibt das Fame-Geilheit. Oder wie seht ihr das? Gestern liege ich in meinem Bett, habe gerade ein bisschen Awareness gemacht, ein bisschen Me-Time, ich bin total im Flow und denke mir, okay, schaltest du jetzt mal dein Handy ab und findest deine goldene Mitte. Ich habe den Fehler gemacht, ich bin auf Instagram gegangen, wie es halt so ist. Man langweilt sich und öffnet die App. Diesen ganzen Stress mit dem blauen Haken habe ich erstmal ignoriert. Und was sehe ich da? Ein Countdown von Yannis Kontales. Wieso folge ich ihm eigentlich noch? Countdown zu was? Müssen eine Bombe platzen lassen? Ach, schauen wir uns das mal an. Auf jeden Fall hat er es sehr spannend gemacht, weil Yannicks Leben ist einfach ein Movie, ja. Wir warten eigentlich nur darauf, dass in seinem Leben was passiert, was irgendwie auch der Fall ist, denn ich mache dieses Video. Naja, auf jeden Fall hat er die Story damit angefangen. Irgendwie langweilig aktuell, findet ihr nicht? Es ist wie so ein krasser Superheld, ja, oder so ein krasser Main-Character, der zurückkommt. Also, so sieht er sich anscheinend. Und ich dachte mir schon so, oh je, Mini, was ist jetzt schon wieder? Was ist jetzt schon wieder? Nee, aber er wollte es erstmal spannend machen. Ich meine, er ist einfach iconic. Er ist einfach der Moment, deswegen ist das so spannend und er hat halt ganz Deutschland in Atem gehalten. Wird Zeit für ein bisschen Action. Und wir dachten uns schon, okay, komm zum Punkt. Nein, das war erstmal noch eine Story. Wird Zeit für die Wahrheit. Oh mein Gott, ich bin vor Spannung fast gestorben. Ich sag's euch, ich konnte nicht mehr. Wirklich. Nee, er musste dann noch einen Countdown einstellen. Und ich dachte mir so, du weißt schon, dass das einfach nur eine Story ist, ne? Und jetzt kein Film. Weißt du, was ich meine? Wir müssen das alles durchswipen, den Mist, den du da verursachst. Kannst du jetzt einfach erzählen, was du willst und das nicht so spannend machen? Ha? Aber er hat einen Blockbuster gedreht. Er war jetzt 5 Jahre weg, gefühlt, oder 5 Monate, abstinent. Und wir dachten uns, okay, ist der mittlerweile verschollen auf Mallorca? Ich dachte mir irgendwann zwischendurch, hey, war da nicht mal was mit irgendeinem Yannick? Aber es hatte mich einfach nicht mehr gejuckt, weil das einfach schon so lange her ist. Also zumindest auf Instagram sind, sagen wir, 2-3 Wochen, gefühlt 3 Jahre. Da passiert so viel. Ja,
da musst du halt ein bisschen früher kommen, Janik. Aber okay, jetzt ist er endlich fertig mit seinem kleinen Spielzeug, mit seinem Podcast, wo er ja gar keinen Film möchte. Und hat diesen Streifen gedreht quasi als Trailer, um uns, ja, im Endeffekt seinen Podcast zu vermarkten. Also das heißt, heute um 18 Uhr kommt der Podcast raus und dann kommt die Wahrheit. Die Frage ist nur, was ist die Wahrheit? Was definiert er jetzt als Wahrheit? Seine Wahrheit? Also das ist dann nicht die Wahrheit, das ist dann nur seine Sicht der Dinge. Eins steht fest, er möchte diese ganze Situation vermarkten. Ganz einfach. Ein Podcast zu machen, in dem du ja langfristig, aus dem du langfristig Umsatz machen kannst, ist Profit generieren. Und du generierst gerade Profit aus der Geschichte mit deiner Ex. So. Und kann mir jetzt jemand erklären, inwieweit das jetzt nicht daraus Fame generieren ist? Ich warte. So, ein kleiner Nachtrag zu der Story mit Yannick und Jelis vom am nächsten Tag, was dann passiert ist. Der Podcast ist tatsächlich rausgekommen und nichts als die Wahrheit heißt das mit seinem Kumpel. Und ja, im Endeffekt vermarktet er die ganze Geschichte mit Jelis, ne, und nutzt es als Aufreißer, um hier Geld zu machen. Das muss man ganz einfach sagen. Der Podcast ist wohl auf Patreon oder so, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wer sich den gekauft hat, ich nicht. Ich habe es auch nicht vor. Und letztendlich gibt es ja einige, ich sag mal, Gossip-Seiten, die das Ganze zusammengefasst haben. Im Endeffekt geht es in dem Podcast, das hat jetzt bis jetzt eine Folge, erfasst halt die ganzen Ereignisse zusammen. Ja, das haben wir ja schon, diesen Content haben wir ja schon alles gratis gehabt auf Instagram. Dann hättet ihr keine Statements vorher raushauen sollen. Und dann, im Endeffekt fasst er die ganzen Ereignisse, die jetzt schon passiert sind, die wir schon wissen, zusammen und erzählt halt aus seiner Sicht quasi, wie die Beziehung war mit ihr, wie das Kennenlernen war. Der feuert irgendwie nochmal gegen Max und seine ganzen Kontrahenten und die ganzen Kandidaten von Make Love, Fake Love. Und dafür sollen jetzt die Leute zahlen. Aber er möchte aus der ganzen Sache keinen Profit machen. Und dann hat er sich auch noch getraut, eine Fragerunde zu machen zu dem Podcast. Fragt hier jemand, machst du den Podcast, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen oder welche Intuition oder welche Intention? Und er sagt, ja, der Podcast dient nicht dazu, um irgendjemanden anzugreifen. Er greift in dem Podcast den Max an und die ganzen Kandidaten. Ich verstehe nicht, wie das nicht dazu dient, die Leute anzugreifen. Und er sagt, ich erzähle einfach alles über das letzte Jahr und will damit das Kapitel Make Love, Fake Love und alles, was dazu gehört, abschließen. Ich glaube nicht, dass du das Ganze abschließen möchtest. Wenn du jetzt Geld damit machst, wenn da noch was kommt, wirst du weiterhin darüber reden. Wenn du das hättest abschließen wollen, dann hättest du es bei dem Statement gelassen, den du gemacht hast auf Instagram. Also, willst du uns für dumm verkaufen oder was? Der Podcast besteht aus 6 Folgen, danach könnt ihr euch auf neue Geschichten und neue Gäste freuen. Das ist kein einmaliger Podcast und wir werden jeden Freitag eine neue Folge rausbringen, aber später mehr dazu. Ich will einfach endlich alles hinter mir lassen, glücklich sein und so leben können, wie ich das für richtig halte. Genau, erstmal, wenn ich Geld auf Nacken meiner Ex gemacht habe, möchte ich dann glücklich ins Paradies reiten, keine Ahnung. Er sagt hier, dass der Podcast besteht aus 6 Teilen. Es stellt sich heraus, der Podcast ist im Endeffekt, diese 6 Folgen sind im Endeffekt 6 kleine Schnipsel aus einer Folge Podcast. Also als hätte man eine Folge Podcast in 6 kleine Schnipseln auseinandergeschnitten. Also wie viel Geld willst du eigentlich noch machen aus der Geschichte? So? Ich finde es super peinlich und traurig, dass diese Story so geendet ist. Jelis hat sich nicht dazu geäußert, ist glaube ich auch besser so. Ich glaube, er hat halt gedacht, der kommt jetzt hier mit einem Bang und es juckt aber einfach keinen mehr. Die Story ist 100 Jahre alt und hat da erstmal einen Trailer gemacht, einen Blockbuster-Film erstellt, 6 Wochen lang, um das Ganze anzuteasern und droppt die Bombe und es juckt einfach keinen mehr. Und ich glaube, dabei sollten wir es auch belassen. Jetzt hat er seinen Podcaster gemacht und hat dann diese Story genutzt, um mehr Fame zu generieren. Und ich glaube, jetzt können wir uns langsam anderen Charakteren widmen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.